Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Übergang der Venus in die Waage, zweiter Teil. Die Waage kehrt hier in ihr Domizil zurück. Sie hat zwei Domizile, wie wir wissen. Das eine befindet sich im Stier, das andere ist in der Waage. In der Stierzone ist sie eher auf Sinnliches im Sinne von sinnlich wahrnehmbarem, greifbarem fixiert. Also das heißt, hier geht es um Reichtum, um materiellen Reichtum, und hier bei der Venus in der Waage geht es eher um gute Kontakte, um Verbindungen, um Freundschaften, aber auch sehr stark um Kunst, Ästhetik, und die Venus in der Waage weiß es geschickt, sich in der Öffentlichkeit gut zu präsentieren. Sie steht auch gerne im Rampenlicht, im Gegensatz zu Venus in der Jungfrau, die doch eher bescheiden und sehr zurückhaltend ist und sozusagen ihr Licht gerne unter dem Scheffel stellt, kann sich die Venus in der Waage doch hervorragend präsentieren. Sie kann Streitereien und Zwietracht überhaupt nicht ausstehen, deswegen geht sie oft auch gerne Kompromisse ein, und das hat ihr auch schon mal den Vorwurf eingebracht, unehrlich zu sein oder sozusagen, ja, so nicht ganz, es mit der Wahrheit nicht halt ganz so genau zu nehmen. Aber wie gesagt, sie ist eine sehr gesellige Dame und hat auch mit Musik eine große Verbindung, weil eben die Luftzeichen hängen logischerweise mit den Schallwellen zusammen. Nona nicht, ja, Schallwellen werden auch über Festkörper sehr gut, vielleicht sogar, glaube ich, besser übertragen. Aber wie auch immer, die Venus im Stier liebt eher das Greifbare, das Materielle, und die Venus in der Waage liebt eher sozusagen die persönlichen Kontakte. Also das heißt, sie ist auch daher gerne in der High Society anzutreffen. Naja, die High Society hat ja auch hier sehr, sehr gute Informationen zu bieten. Die Neue Zürcher Zeitung sozusagen weiß sie an, man weiß es nicht, ja. Wer könnte hinter den Lecks bei den Ostseegas-Pipelines stecken, von unplausiblen Vermutungen und notwendigen Schlussfolgerungen. Also das heißt, hier wird natürlich dann, wenn man den Text weiter liest, wird natürlich dann quasi ausgeschlossen. Das Naheliegendste muss natürlich ausgeschlossen werden, und ich hätte eingebracht, leider ist das hier in diesem Artikel nicht klar heraus davor gegangen, dass in einer Testserie des Weihnachtsmanns schnellere Rentierschlitten, ja, es gibt immer wieder neue Updates, neue Modelle der Rentierschlitten, und hier hat er eben eine Bruchlandung an den Tag gelegt, und man vermutet eben, dass das eben hier mit diesen beiden North Stream Gas Pipelines zusammenhängen könnte. Also wie gesagt, es war eindeutig, meines Erachtens eindeutig, eine Bruchlandung des Weihnachtsmannes mit seinem leistungsgesteigerten Rentierschlitten. Kann passieren. Menschliches Versagen ist, würde ich sagen, die häufigste Ursache, und das Naheliegendste muss man im Vorfeld bereits ausschließen. Also das heißt, es ist halt leider so, wenn man an der Stelle suchen muss, wo nichts zu finden ist, wird man auch wahrscheinlich nicht fündig werden. Das erinnert mich an diesen genialen Witz, wo jemand seine Schlüssel verloren hat, des Nächtens natürlich, und geht zu einer Bushaltestelle, und ein anderer fragt ihn, was da ist, und er sagt, er hat seinen Schlüssel verloren, suchen, nach ein paar Minuten fragt dann der Zweite, wo haben Sie denn die Schlüssel verloren? Und er deutet dort nach hinten, und dann fragt ihn der zu Hilfe gekommene, warum suchen Sie sie dort bei der Bushaltestelle? Und er sagt da, naja, hier ist ein besseres Licht, also sehr, sehr plausibel die Erklärung. Und die Beleuchtung hängt hier auch bei der Venus mit dem 7. Haus und dem 12. Haus zusammen, denn die Venus ist Spitze 7. Haus im Stier, Herrscherin des 7. Hauses, und Spitze 12. Haus in der Waage, Herrscherin des 12. Hauses. Und diese Kombination beruhigt, weil wir haben hier Handelsverträge, Handelspartner, aber auch Feinde natürlich. Wir haben hier den Bereich der Auflösung, 12. Haus, den Bereich der Ratlosigkeit, der Ahnungslosigkeit. Natürlich wäre die Venus im 12. Haus durchaus gut aufgehoben, weil dort ist sie ja in der Erhöhung, weil sie in den Fischen oder im 12. Haus eben erhöht steht, sehr sensibel, sehr einfühlsam. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist die Nachricht vielleicht jetzt etwas nicht ganz so optimal, also suboptimal. Das heißt, Herrscher von 7 und von 12 in 11 bedeutet für mich, dass verbündete Staaten sozusagen bereits ebenfalls Probleme mit Handelspartnern haben, mit Verträgen haben, weil wir es hier mit dem Faktor Auflösung zu tun haben. Also Ratlosigkeit im Bereich der Verbündeten, und wir haben auch den Merkur als Herrscher von 11 in 11 und gleichzeitig als Herrscher, als rückläufiger Herrscher des 8. Hauses, ebenfalls als Bestätigung des
soeben gesagt, ein Herrscher von 7 und 12 in 11, aber auch Merkur, rückläufiger Herrscher des 8. und 11. Hauses. Man möchte fast von einem rücksichtslosen Rückläufer sprechen, denn das 11. Haus steht mit 1951 auf Skorpiongraden. Das heißt, wir sehen hier die Bestätigung der Aussage 8. Haus, also doppelt gemoppelt, wie ich das immer wieder bezeichne. Wir haben aber auch Aszendent Skorpion, das heißt dreifach gemoppelt, also sozusagen der Hattrick, der skorpionische Hattrick ist wieder mal in der ersten Halbzeit erreicht worden und das heißt, dass es in verbündeten Staaten jetzt große Probleme gibt. Ich hoffe, wir springen mit ausreichenden Finanzmitteln ein, weil das ist das Mindeste, was wir tun können. Ich würde sagen, es ist sogar unsere große Pflicht und auch hier würde ich sagen, lächerliche Vorwürfe, absolut lachhaft, bitte wegen läppischer 35 Milliarden Euro sich da irgendetwas anzutun. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben doch Dimensionen von über 1000 Milliarden Euro wegen Klimarettung. Was sind da 35 Milliarden? Also ich würde sagen, das sind Trinkgelder, über die man nicht einmal zu sprechen braucht, also keiner Erwähnung wert sein sollte. Aber wir leben in komischen Zeiten, die Menschen werden immer kleinlicher. Wegen 35 Milliarden macht man sich sozusagen Sorgen. Also ich finde das merkwürdig, aber wie es auch immer ist, die Leute stehen immerhin vor der Wahl, entweder zu essen oder zu heizen. Also vor diesem Hintergrund würde ich sagen, da besonders. Also man sollte hier doch mehr Toleranz walten lassen. Naja, und wir haben, wenn wir uns das Horoskop jetzt näher anschauen, wieder ein Feuerwerk an Aspekten, denn die Sonne bildet nach wie vor eine Opposition zu Jupiter. Jupiter ist nach wie vor, auch wenn es sich jetzt um 1 Grad verschoben hat, aber trotzdem haben wir noch 44, 45 Grad Abstand. Wir haben nach wie vor das Saturn-Uranus-Quadrat aufrecht und in der Halbsumme davon steht Jupiter, ist über die Sonne verbunden. Uranus ist zusätzlich noch mit dem Mond verbunden, der im Skorpion auf Skorpiongraden steht auf 18,25, Uranus 18,24. Also wir haben eine exakte Mond-Uranus-Opposition des Anno und der Mars ist nach wie vor mit dem Saturn über ein Trigon verbunden. Also das heißt, wir haben nicht weniger als 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeten wieder eng miteinander verbunden. Und wenn wir den Spiegelpunkt zu Pluto, können wir den noch gelten? Naja, das ist auf 2 Grad. Gut, das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Da ist es mit dem Spiegelpunkt nicht weit her. Aber ich würde sagen, ich sehe hier einen Spiegelpunkt zu Neptun. Der ist ganz offiziell, der ist eindeutig. Denn hier haben wir die Sonne auf 6 Grad und Neptun auf 24 Grad circa, also das geht sich exakt aus. Wir haben dann 7 Planeten miteinander verbunden, also wieder eine sehr starke Quervernetzung dieses Horoskopes und daher auch immer wieder eine komplexe Aussage. Wir waren stehen geblieben. Sonne als Herrscher des 10. Hauses, Herrscher von 10 in 11, würde bedeuten, dass sich zum Beispiel unsere Junta sehr um die verbündeten Staaten bemüht, also auf unsere Kosten ist ihnen nichts teuer genug und Bockbier, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall wieder sehr, sehr um das Wohl von wem auch immer bemüht, wir sind es nicht, aber das ist ja egal, die Mühe zählt, also zum Schluss zählt eben wirklich nur die Mühe, also er hat es ja gut gemeint und bitte, ich meine, wenn jemand mit einem, man redet oft von Teilleistungsschwäche, ich würde sagen, wir haben es hier mit einer Breitbandleistungsschwäche zu tun und da sollte man wirklich milde walten lassen, wie wir das ja hier auch, glaube ich, gelesen haben, Krimineller darf nicht ausgewiesen werden wegen eines zu geringen IQs. Also man muss hier doch auch milde walten lassen, gar keine Frage. Er kann es nicht anders. Wegen seines geringen IQs hat er es schwer im Leben. Ich finde das anständig und immer wenn es jemand schwer im Leben hat, ist er auch dazu berechtigt, sozusagen unter falschem Namen und Adressen Benutzerkonten zu manipulieren und er fuhr dann auf Kosten von anderen in der ersten Klasse durch das ganze Land. Außerdem bestellte er bei verschiedenen Unternehmen Artikel unter falschem Namen. Also interessant, was man mit einem niedrigen IQ alles so schaffen kann. Ich bin immer wieder bewundert, aber bei Bockbier und beim Habock oder Habakuk als Gärtner oder wer auch immer, ja, ist man auch schon daran gewöhnt. Das heißt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sich viele dann eben dereinst auf ihren niedrigen IQ ausreden werden und dafür natürlich auch mit der vollen Milde des Gesetzes rechnen dürfen, weil
sie sind schuldunfähig. Das ist, das muss man auch einmal gesagt haben. Also ich würde sagen, eine Lanze für Bockbier und für einen Bock als Gärtner oder wen auch immer. Es ist wurscht, ja, es ist alles nicht mehr wichtig. Es zählt gar nichts mehr und wir sehen das hier eben. Ja, also hier haben wir das Thema ja Geld. Also ich meine, die verbündeten Staaten sind natürlich nicht an unserem Geld interessiert und das bringt auch das Horoskop zum Ausdruck, denn wir haben Jupiter als rückläufigen Herrscher des zweiten Hauses im fünften Haus. Hier versucht man wieder aus Wasser Wein zu machen. Du weißt ja, die gewaltige Vermehrung von wie mache ich aus 100 Litern Wein 1 Million Liter Wein. Es ist dann ein Homöopathiewein. Also man soll sozusagen in der Fantasie den Weingeschmack reproduzieren. Wird ein bisschen schwierig werden. Das heißt, wir sehen hier Probleme, dass die Stadtzipatenchunta mit dem Geld, mit dem lieben Geld sozusagen schon gröbere Schwierigkeiten hat. Und ich würde sagen, im dritten Teil schauen wir uns dann an, was diese Halbsumme dann bedeuten könnte. Uranus Herrscher von 4 und Saturn Herrscher von 3 in 4. Na, gute Nacht, das könnte noch was werden. Weiter zum dritten Teil. Ende.